Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live, also ich spiel. Huch. Reden, hier. Die hat mich ins Kino eingeladen, Jaden. Oh Gott, hat die eine schreckliche Lache. Hier kann ich nicht einen Vlog aufnehmen. Jo! Eine coole Begrüßung in einem Vlog. Lade Spiel, ich mache ein Vlog. Der Hintergrund ist nicht gut, da kommt ein sinnloser Kommentar. Natürlich Rage rum, passt gut. Ich rede über das belanglose Wetter, kommt ein singender Kommentar. Ist okay. Die Batterie der Kamera ist leer, da kommt ein kurzer Kommentar. Ist auch nicht so super. Frage deine Abonnenten nach Likes. Nein! Möchte ich halt nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen, da ist ja eigentlich auch noch Likes dran. Oh, wie süß. Du bist dabei, die Kamera auszuschalten, kannst aber die Taste nicht finden. Eine winkende Verabschiedung. Auch, ich bin echt kein guter Vlogger, ne? Hier weiter mit ihr reden. Soziale Kontakte und so. Sollen ja auch recht wichtig sein. Wir flirten mal. Oh, das war jetzt schlecht. Wir reden. Nochmal reden. Wollen das Kino. Unsere Abonnenten sind unzufrieden, das ist nicht gut. Der Film geht halt auch mal nicht los und ich kann mich hier auch nicht wirklich weiter bewegen als das hier. Wir reden mal. Das Video kann warten. So viel Zeit geht jetzt ja hier auf dem Event nicht verloren, oder? Gut, dass sie die ganze Zeit lacht. Was hat sie denn so im Profil stehen? Rang 11. Der Status geht mir so offen und der YouTuber-Status ist Mode. Ja, Beziehung ist super. Chatten einladen. Kannst doch keine Mitarbeiter. Ja, möchte ich auch gar nicht. Wenn ich hier zum Beispiel noch Marien hinterher schiebe, sondern der Film geht halt einfach nicht los, habe ich das Gefühl, ne? Einfach ein paar Mal reden hier hinterher ballern. Es ist so unnütz, aber ich möchte da jetzt, ne, wie bei Sims, man muss halt ein bisschen ackern, bis man da so eine gute Beziehung hat. Ne, das sollte ja freuen. In ihren blauen Augen, ne? Die haben uns den Kopf verdreht. Ganz einfach. Und ist natürlich auch eine nette, ne? Sie hat uns ins Kino eingeladen und der Film geht einfach nicht los. Geschenk ihm umarmen. Ich kann umarmen. Direkt mal hier einmal reden streichen, damit direkt umarmen. Ich glaube, sie will. Das ist echt wie bei Sims. Was? Okay, sie möchte nicht, dann reden wir erstmal weiter. Reden, reden, reden. Junge, diese Lache geht mir so tierisch auf den Sack. Ach du Scheiße, ey. Ist das nervig. Mädchen, Alter, wirklich, ne? Wollen wir nicht langsam den Film anschauen, oder ist das ja. Ja, dauert das hier noch lange und so. Ey, wieso geht das eigentlich nicht los, frage ich mich. Schien nur die ganze Zeit rum, ich kann mich echt null bewegen hier. Das muss doch gleich voll sein hier. Aber irgendwann, ich möchte dieses Mädchen nicht mehr lachen hören, ne? Alter Schwede, ist das ätzend. Ja, 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 das letzte Mal lachen. Jaden. Umarmung. Junge Mädchen, ne? Ich möchte dich halt einfach nicht mehr lachen hören, ne? Ich frag's jetzt auch nach dem Date. Mal gucken, ob sie sagt, jo, machen wir. Auch wenn mir ihre Lache halt tierisch auf den Sack geht. Aber egal, man muss Abstriche machen, ne? Junge, wenn du jetzt sagst, nein, kann der, sie will mich auch nicht umarmen. Eigentlich ist ein Date. Eigentlich ist es wahrscheinlich auch nicht so gut.
Nee. Boah, bist du eine Bitch. Geschenk Tada! Geben. Oh. Kawaii. Jo, ich gehe. Huch. Ja, ich kann mich hier... Oh, wir können doch in den Film gehen. Ich muss hier lang gehen. Jo. Geh in den Saal. Achso, ja, jetzt weiß ich, wie das Kino funktioniert. Alles klar. Nice. Okay, wo sitze ich denn? Wow, das ist voll. Lass uns Plätze suchen, bevor keine mehr frei sind. Wir setzen uns hier hin. Hinsetzen. Wo sitzt sie denn da? Sie kommt doch sicherlich neben mich, oder? Cool. Da ist der Film schon, ich will was sehen. Nee, ich schau den Film ruhig komplett mit dir an. Geht das Essen und Schlafen gerade voll? Weil ich im Kino sitze? Ich will einen Film sehen. Wir unterhalten uns einmal im Kino. Und es wird die ganze Zeit gelacht. Hm. Ja, schöner Film, ne? Irgend so ein Romantik-Schnulzer hat sie mich da eingeladen. Hm, ja, ist ja gleich vorbei. Aber wir hauen nicht vorzeitig ab. Das kommt doof. Na, vorzeitig vor dem Film. Vor allem, ich wundere mich gerade, was die denn die Frau wollte da, die, für die ich da ein Video aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe ein Walkthrough gemacht und sollte ein Gameplay-Video machen, oder? Vielleicht lag es daran. Oder andersrum, vielleicht sollte ich ein Walkthrough-Video machen und ich habe ein Gameplay-Video gemacht. Ich glaube, so war das. Ich bin mir nicht sicher. Worüber man nachdenkt, wenn man auf so einem Date ist. Oh, vorbei. Geld abgezogen! Warum? Monatsmiete. Ach, war nur 80 Dollar. Ich dachte yeah! gerade schon. Bücherwurm. Zack. Das Video kann ich jetzt machen. Ich habe ein Level up. Oh, jetzt habe ich das. Lilly, nein, danke Lilly, ich möchte mich jetzt gerade nicht unterhalten. Habe ich das Video jetzt einfach abgebrochen? Jetzt muss ich wieder die Kamera richtig drehen. Ich habe ein Hashtag freigeschaltet, cool. Neue Karten habe ich freigeschaltet, PC World, Superfond, alles klar. Ich möchte jetzt das... Den Vlog kann ich jetzt... Ah, nee, den Vlog, der wird jetzt nicht, ne? Ich schaue mal, ob es neue Spiele gibt, auch wenn ich mir das nicht leisten kann, so wirklich. Amazing. Das Spiel, es war zuerst scheiße, ne? Jetzt ist es gut. Ich hätte es einfach direkt schon kaufen sollen und ein gutes Video machen sollen. Aber dann mache ich das jetzt. Also, so, ne? Das kommt doch eh, wenn ich jetzt kurz eine Stunde arbeiten bin. Zwei Stunden. Gehe ich gärtnern. So. Dann dürfte das Spiel auch da sein. Ja. Meine Abonnenten sind immer noch gleichgültig. Nicht gut. Ein neues Gaming-Video mache ich aber. Von dem Spiel hier. Mache ich ein Gameplay-Video. Hallo, mein Computer ist gegangen. Ich kann meine Videos nicht bearbeiten. Ich habe gehört, dass du gerade ziemlich gut sein sollst. Könntest du das für mich hochladen? Ich werde das dir das Spiel schicken. Okay. Hallo, ich habe gehört, dass du ein gutes Video machst. Für... Nee, kann ich nicht. Es tut mir leid, mein Freund, aber ich habe einfach kein Geld für die Konsole. Wenn du mir das Geld vorher gibst, dann könnten wir das machen. Aber so. Driven. Das sieht mir nach so einem Minecraft-Klon aus. Minecraft-Klon. Fragezeichen. Driven? Hieß das so? Driven Gameplay. Und dann Team Chevy. Oh Gott, komplett falsch geschrieben. Naja, man wird sich auch nicht. Man wird sich auch nicht jünger, ne? Team Chevy. So. Jetzt muss aber wieder ein Bombenvideo kommen, ne? Hier, no money, no Abonnenten-Likes und so, ne? Wenn die Abonnenten einen hassen, ist das ziemlich scheiße. Das Spiel, hier kommt eine coole Begrüßung. Yo, Leute, was geht? War super cool, hat nicht super gut funktioniert. Ein Ausschnitt kommt, da kommt ein sarkastischer Kommentar. Es ist okay. Du hast eine harte Aufgabe, Welt. Kommt ein Ratschlag oder konstruktive Kritik? Ein Ratschlag. Ein Ratschlag geben finde ich eigentlich praktisch, wenn man das gemacht hat. So, ey, so macht ihr das. Zusammenfassung des Spiels, kommt ein lustiger Kommentar. Ich mache einfach nichts gut, ne?
Du hast alles zerstört. Eine fröhliche, ein singender Kommentar. Passt. Und es gibt doppelte Punkte auf Nachbearbeitung. Boots. Handlungswechsel, eine winkende Verabschiedung. War jetzt auch nicht so das Beste? Egal. Da, la, da, 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 da. Ah, kann ich hier noch was? Nee, so nicht. So, müsste das eher gemacht werden. Ja, ist auf jeden Fall nicht so gut, ne? Farbe zuordnen kommt auf jeden Fall mit rein. Ich mache aber den Kontrast rein. So, ne? Der Rest Nachbearbeitung sackt zwar immer, aber muss sein. Interesse ist noch nicht so hoch, Inhalt ist gut, die Videoqualität ist nicht so gut. Ah, so stelle ich meinen Abonnenten aber auch nicht zufrieden. Hochgeladen wird's trotzdem. Und ich überlege gerade. Arbeiten könnte ich nicht. Schlafen. Hey. Du. Morgen, hast du den ganzen. Ja, hab ich. Was dattelst du nicht immer auf meinen Konsolen, Junge? Essen wir nochmal. Ein Sandwich. Ich habe einfach keine Kohle, das regt mich so hart auf. Das lädt eh noch hoch, gehe ich mal arbeiten und zwar als Spieleentwickler. 12 Stunden. Was ist denn hier auf dem Terminkalender so? Spring Festival, The Godson. Dance Weekly. Sollte mal wieder auf eine Feier gehen, auf jeden Fall. Nur der geht halt nicht schon wieder bei mir zocken, oder? Was will der von mir, der Typ? Minecraft ist gut. Gut. Ich glaube, ich gehe hier und 12 Euro. Ich kaufe ein Ticket und ich lade ein. Jaden. Ah. Ne? ja, okay, ich gehe mit ihm ins Kino. Und zieh mich um. Nein, zum Event gehen, das passt. Geld auf die habe ich doch gar keine. So, gehen wir mal wieder ins Kino. Nehme ich da mal wieder einen Vlog auf, den ich dann bearbeite. Es lädt mal wieder. Yo, ich nehme hier einen Vlog auf. Yo, Leute! Musik, Intro. Intro mit Logo, Musik, Intro. Ist super, nice. Du realisierst, dass das Bild verschwommen ist. Kommt ein lustiger Kommentar. Passt natürlich nicht. Frage nach Likes. Nein, möchte ich nicht. Warum muss ich das jedes Mal machen? Der Hintergrund ist nicht gut. Ah. Kommt ein kurzer Kommentar. Ist gut, ja. Du redest über ein super spannendes Thema. Kommt ein professionelles und zack, und boot, Skript kriegt viele Punkte, mein Sound ist scheiße. Du bist dabei, die Kamera auszuschalten und kennst nicht die Taste. Da kommt ein Übergang ins Schwarze. Passt auch nicht so gut, na egal. Jo. Jo, dann geht's mal ab hier, ne? Viele Leute, die hier rumstehen, gucken die Wand an da vorne. Alles gut, hier Blitzlichtgewitter, eieiei, ich lauf mal durchs Foto, hallo! Ja, einmal durchs Foto gelaufen. Das kommt, deine Abonnenten finden es scheiße, weil sie sich, oder finden es gut, dass sie sich dem Bild von Bumskopf da gesehen haben. Wir sitzen hier hinten, Junge. Das sind die besten Plätze hier, die drei. Ne? Eigentlich könnte ich den als Stammplatz nehmen. Ist ja mein Mitbewohner, ne? Ich rede mit dem mal, während der Film läuft. Ist das nicht derselbe Film, den wir nicht schon mal gesehen haben? Diese Schnulze oder sowas? Keine Ahnung. Ich trinke erstmal was. So, derselbe schnulzige Film, habe ich das Gefühl. Das Schlafen geht zum Lokorunas Essen, das ist ziemlich nice eigentlich. Ich kann währenddessen meinen Skilltree gucken. Was haben wir hier? Easter Eggs und sowas, ne? Walkthrough und Speedrun Videos, was hatte ich hier? Mehrere Gameplay eines Spielers, bevor du ein gutes Tutorial machst, aber du wirst ihn beweisen. Okay. Was war das? Action, Grafiksimulation, Hardcore, das wollte ich eigentlich auch machen. Mehr Likes. Speedruns wollte ich machen, da wollte ich hin, ne? Ah, nehme dein erstes Gameplay-Video auf und gebe deinen Zuschauern einen Vorgeschmack des Spiels. Das Beste holt man aus Spielen raus, die gerade erschienen sind. Ansonsten würde die Leute Interesse, okay. Erste Eindrücke kann ich machen. Eigentlich ziemlich cool, wenn ich das machen könnte. Soll ich vielleicht da auch mal einen Punkt reinstecken beim nächsten Level-Up. $139. Wir brauchen echt wieder ein bisschen Cash.
Die Abonnenten sind auf jeden Fall momentan unzufrieden. Ah, eine Nutzung, ja, natürlich. Mein Netzwerk, ich möchte kein Netzwerk machen. Die Abonnenten sind eher... Na, es geht aber eigentlich von den Dislikes, Likes, das war natürlich nicht so gut. Und schon wieder hat Batman meine Videos kommentiert. Na, dieser Film, ne? Na, es ist diese vorbei. Nice. Ich gehe jetzt. Und mein Video macht er wieder nicht? Oder wann? Ich glaube, den Vlog macht er wieder nicht. Ah, ja, da macht er jetzt. Gut. Na, ist okay. Vlog. Im Kino mit Mitbewohner. Tschüss, Shari. Mensch, der PC ist natürlich wieder kaputt. So, das ist das Ende. Das heißt, sowas. Sowas. Das muss ich also tauschen irgendwie so. Huch, nee, nicht so. Wie mache ich das dann? So muss ich das machen. So. So passt es eigentlich ganz gut. Ich brauche auf jeden Fall einen weichen Fokus und eine Farbe, die ich zuwählen muss. Und am besten den Sound. Mache ich auch noch eine Hintergrundmusik im Vlog. Ist gar nicht mal so schlecht. Das Interesse ist halt echt gering. Aber die Videoqualität hat einen Punkt dazu gewonnen. Hochladen. Was habe ich für einen Auftrag? Ich mag, was ich sage. Okay. Warum dreht er das Spiel immer wieder so um? Geht mir tierisch auf den... Sag, reparieren für 20. Alles klar. Das lädt hoch. Ich kann währenddessen nicht wirklich viel machen. Also wenn der eh zum Reparieren kommt, dann gehe ich doch mal arbeiten. Die 20 Dolensky, die können uns gut helfen. Naja, das Poster da oben. Der repariert fleißig. Meine Abonnenten. Die wachsen zwar, sind aber auch, glaube ich, nicht mehr so... Ich will es nicht... Habe ich jetzt beworben? Immer diese Nachbearbeitung. Ja, ich weiß, aber... Das ist mir relativ lax irgendwie. Kurse fortsetzen. Starte Kurs. Die sind alle so teuer, ne? Ich kann mir die halt echt momentan nicht leisten. Ich schlafe so lange, wenn das hochlädt. Dann mache ich nochmal ein Gameplay-Video von Driven. In Kiel. Wer denkt, YouTuber ist, da kann ich nur lachen. Was für ein Narr, ja. Was in der Welt ist das? Das ist so cool. Ich liebe dieses Video. Mach weiter so. Ha, wenn du... Ah, schon wieder der Batman. Ja, Batman kommentiert so häufig meine Videos. Das ist einer meiner Stärken natürlich. So, Driven. Wieso ist Driven schon wieder im Keller? Ich verstehe das nicht. Oh, man kann die Spiele verkaufen? Aber vielleicht werden die nochmal aktuell. Vielleicht soll ich mir ein neues Spiel zulegen. Ich habe nämlich sehr viel Kohle wieder. Also sehr viel Kohle. Ja, sehr witzig. Beenden. Hey. Ich muss mal einkaufen. Ah, ich habe ein hab Level Up? Ne, habe ich nicht. Aber hier Aufgabe ich. Zack. Ein fast neues Level Up. Amazing On. Top Seller. In Your Face. Supreme Helicopter Rangers. Top Bewertungen. Hat Good for War. Und Top Seller ist es aber noch nicht. Ne? Das hat aber Top Bewertungen. Ich kaufe das Spiel jetzt einfach. Good for War. Und das spiele ich dann. Ergibt Sinn, ne? Essen. Junge, was willst du denn spielen? Hey, ich hab gehört, dass du mal richtig Spiel hast. Will die mal ausprobieren. Okay. Ich esse mal ein Brot. Da ist auch schon das Spiel. Zack. Und neues Gaming-Video. Kommt direkt von Good for War. Mach ich ein Gameplay-Video zu. Niedrige Auflösung. Fortsetzen. Good for War Gameplay. Krieger Johannes
regiert. An die regelt. Krieger Johannes regelt. Mein Krieger in dem Spiel heißt Johannes. God of War Gameplay Hashtag 1. Natürlich von Team Chevy ist das ganze Video. Weiter geht's. Los geht's. Oh, die Abonnenten sind zufrieden, weil ich wieder Videos mache. Die sind glücklich. Das Ladespiel, Intro mit Logo. Ich mache eine coole Begrüßung. Diesmal wieder. Ich hätte das Intro mit Logo machen sollen. Ladebildschirm. Kommt ein kurzer Kommentar. Ich mag kurz, ne? Ha! Junge, was schreit er denn jetzt so? Du bist ein Level aufgestiegen. Kommt ein singender Kommentar. Es ist nicht gut, ja? Spielintro. Kommt ein lustiger Kommentar. Ist super. Nice. Erstes Spiel, lernen, wie man spielt, kommt ein professioneller Kommentar dazu, wie die ganze Situation aussieht. Finde ich auch sehr logisch. Zu wann ist das Spiel wird angezeigt? Kommt ein Abspann. Wird mir ja vorgegeben manchmal. Ja. So, lass das jetzt mal vernünftig jetzt hier rendern, ne? Und so zusammenschnippeln. So, das kommt an den Anfang, das kommt an den Schluss. Ich habe hier ein Schlussteil. Ja, das ist ärgerlich, ich kann nur jetzt hier so das so zusammenwursteln. Oder kann ich das noch besser machen? Ja, so geht das. Na, es hat hier jetzt diese scheiß Knickstellen, sag ich mal. So. Ja, ich glaube, so ist das eigentlich besser. Was brauche ich denn noch? Ich brauche immer eine Farbe, die ich zuordnen muss. Die Nachbehaltung. Und hier, Hintergrundmusik. Das Interesse ist gut, 65%. Ne? Die Videoqualität hat einen neuen Rekord erreicht. Meine Videoqualität ist echt super. Die Videobearbeitung mache ich super gut. Nur die Nachbearbeitung ist halt, naja, lässt zu wünschen übrig, würde ich sagen. Eine neue Karte. Ein feierlicher Schrei, ein fachlicher Kommentar. Feierlicher Schrei. Der Krieger Johannes rendert. Was mache ich währenddessen? Arbeiten? Ein Eventbegleiter, denke ich mal. Witzig und Jay. Junge, wer ist das? Nee, Jay, es tut mir echt leid, aber ich kann halt jetzt echt nicht. Außerdem muss ich demnächst ins Kino mit irgendwem, wie auch immer sie heißt. Weiß ich nicht. So, haben wir wieder ein bisschen Cash in the Tash. Fachlicher Kommentar, den nehme ich als nächstes. Und wir gehen mal schlafen. Das Video ist auch am Hochladen. Vielleicht wird es langsam Zeit, sich Equipment mal wieder zuzulegen. Ich schau mal, was so die PC-Hardware... Ingrid? Ja, ich will mich unterhalten, komm. Vorm Einkaufen chatte ich mal mit Ingrid. Ne, muss ja auch mal sein. Vorm Einkaufen chatte ich mit... Währenddessen. Ich wollte kein Spiel kaufen. Oh, Level Up haben wir jetzt auch. So, ich wollte nämlich gucken bei PC World. Weiß-blaues Gehäuse. Es ist so teuer, das Gehäuse, ne? Eine Gaming-Tastatur. Gamer-Tastatur können wir machen und eine Play-Maus. Oder die Creative Cam. Oder noch mehr in den Sound. Was bringt mir das denn dazu? Die Nacht, das habe ich ja, ne? Steelhead bringt mir nichts. Omni-Ausgabe. Was bringt das? Normale Auflösung. Oder ausgeschaltet. Die Webcam. Das ist jetzt die neue Sache, die Creative Cam. Jay, ja komm Jay, ich unterhalte mich mal mit dir. Punkte mache ich hier, erste Eindrücke, nice. Und du bekommst mehr Abonnenten mit angezockt, Review oder Unboxing Videos, okay. Neue Sache, Idee, Clothing Shop, neue Karten. So, in die Karte könnt ihr auch mal reingucken. So, und hier haben wir mehrere, ein fachlicher Kommentar, lustige Kritik, weiß ich nicht, ob ich die reinnehmen soll. Was haben wir denn hier so? Eigentlich müssten wir noch so ein bisschen das mit reinbringen, haben wir so ausgeglichen. Neu. Ich habe hier eine coole Begrüßung, Musikintro, eine tanzende Begrüßung. Ich habe da, glaube ich, viel zu viel. Und zwar... Ne. Und ich hatte 50.000 Abonnenten erreicht.
Sonst konnte ich mich begann, YouTuber ziehen, doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte einen größeren, einen großen Ort. Nein! Es reicht eigentlich, ne? Für eine Tanzbegrüßung packe ich einfach noch mit rein. Das Musikintro, das kann raus. So. Was ist denn jetzt hier gekommen? Öffne. Ach, die Kamera, natürlich. Ich chatte ja noch weiter. Ich muss jetzt erstmal was essen. Und zwar sich einen Salat. Ja, ich verliere Abonnenten. Ich habe gechattet und eingekauft. Neues Gaming-Video. Da, hier mache ich nochmal ein Preview. Nein, ich mache ein Gameplay-Video über das Spiel. Über unseren Johannes. Ja, okay. Ein Video über unseren Johannes. Läuft. Und zwar... Johannes... mit seinem Schmerz. Oh, ist der Titel lang. Johannes ist auch ein langer Name, muss man sagen, an dieser Stelle, ne? Das Ganze kommt natürlich von Team Shabby. Wir haben jetzt natürlich sehr wenig Blitze da zum Rendern zum Schluss, aber das wird schon. So, ich lade das Spiel, ein Intro mit Logo. Passt auch nicht so gut. Spielintro. Kommt ein sarkastischer Kommentar. Passt nicht, sarkastisch immer. Ich habe ein verstecktes Item, kommt eine fröhliche Äußerung. Passt auch nicht. Ladebildschirm mit Hinweis. Kommt ein sinnloser Kommentar. Passt auch nicht. Ich bin so scheiße, ne? Jemand tötet dich unerwartet. Mörderischer Blick. Der passt doch jetzt. Jawohl, der passt. Immer in einer Sache. Schalte die Kamera aus. Da kommt auf jeden Fall ein Abspann. Passt auch super. So, ab geht's ans Rendern. Kitsching. Jetzt bringe ich aber Money nach Hause hier. So, das kommt gut, das kommt gut. Das muss hier hinten hin, das kommt dahin, das kommt dahin. Das passt nicht dahin. Scheiße. So passt es bis jetzt. Und so muss ich das wahrscheinlich auch anbieten. Aber ich kann hier noch irgendwann ein bisschen so, ne, ein paar Punkte machen. Dann ist die Nachbereitung auf jeden Fall zu gut. Interesse ist ein bisschen gesunken. Videoqualität ist gut. Das zählt auch schon mal. Ein paar neue Level. Und hochgeladen. Ich möchte ein Gameplay-Video machen. Natürlich, Gameplay mache ich immer gerne. Call of Fury. Würdest du ein Walkthrough-Video? Eben hast du Gameplay. Okay, ein Walkthrough-Video. Von einem Spiel, was ich aber nicht kann. Dann vielleicht soll ich es vielleicht vorher noch mal ein paar Mal anzocken. Bis zum 25. April. Soll ich das machen? Das kriege ich ja hin. Das sollte halt nur langsam mal geliefert werden. Da ist es. Call of Fury. Hier, ne? Öffnen. So. Neues Game-Video. Mach ich erstmal ein Gameplay und einen ersten Eindruck. Ich mache einen ersten Eindruck. Call of Fury. Nice. Preview. Mikrofon kommt mit Popschutz natürlich und eine Mono-Ausgabe. Normale Auflösung. Kann ich wahrscheinlich eh noch nicht machen, hier weil Johannes mit seinem Schwert noch nicht fertig ist. Call of Fury Preview. Ja, das erwartet... Oh, ich hab's nicht im Catslog geschrieben. Das erwartet euch. Das ist schon wieder falsch. Na. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Gut. Wir gehen schlafen. So lange geht zum Glück jetzt hier schnell. So, fertig geschlafen. Dann snacken wir nochmal einen Snickers an ein Brot. Das kostet nämlich nichts. Brot essen. Zack. Und jetzt können wir dann hier das Video machen. Kommentare, Johannes mit seinem Schwert. Nachbearbeitung. Das Nachbearbeiten ist immer noch in der Kritik. Ich frage mich, weil ich das erste Lob bekommen für die Nachbearbeitung. Du hast das ein neues Spiel gekauft. Eine coole Begrüßung kommt da. Freue ich mich natürlich, dass ich ein neues Spiel gekauft habe. Ist logisch. Zusammenfassung des Spiels. Kommt ein philosophischer Kommentar. Ich sinniere darüber, wie gut das war.
einen Ratschlag gebe ich dafür, dass das, ja, passt nämlich gut. Ich sage nämlich, wo man das findet. Kommt ein kurzer Kommentar. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Kommt ein professioneller Kommentar, weil ich so... Okay, ich sag nicht, wie geil das ist. Handlungswechsel. Kommt eine winkende Verabschiedung. Passt auch nicht so gut. Ich bin echt scheiße. So, das ist das Ende. Ich habe hier unten das als Ende und kann die beiden hier reinbasteln. So, ich könnte das auch als Ende nehmen. Aber anders passt das hier nicht wirklich. Ich sollte das am besten so nehmen. Ich brauche am besten Farbe, weicher Fokus. Wo ist denn jetzt der weiche Fokus hin? Weicher Fokus. Einen Titel wählen. Na komm, machen wir mal Skriptpunkte. Rendern wir das Ganze. Ui, 85. Nice. Und die Nachbearbeitung hat auch einen neuen Rekord. Der Inhalt ist halt klasse, ne? Das Interesse ist auch super hoch. Bei so einem geilen Video. Was kommt, steht demnächst an? Am 24. April steht das nächste an. Und, ich kaufe mal ein. Ach ja, ich kann nicht einkaufen, solange der PC arbeitet. Gut, dann esse ich ein Brot. Und ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.